Hallo Freunde, willkommen zurück in Haven Talk. Wir sind mittlerweile in der 7. Folge. Ja, und wir sind stehen geblieben. Wir haben in der letzten Folge unser eigenes Boot gebaut, unsere Werft. Die haben wir hier und da unten links seht ihr schon, baue ein U-Boot. Es befindet sich auf der Registrierkarte Spezielles unten. Das werden wir jetzt machen. Beziehungsweise können wir hoffentlich machen. Wir bauen jetzt ein U-Boot. Da ist es. Wir haben ein U-Boot. Wie geil ist das? Einfach mal ein U-Boot hier am Start. So, da müssen wir erstmal hier schön unsere Grinsebacke. Ihr kennt mein Prozedere. Ich muss ein Thumbnail machen. Wir haben ein U-Boot. Hallo, Hof. Wir haben ein U-Boot. Bitte. Recht freundlich. Einmal lächeln. Zack, Foto gemacht. Perfekt. Auf geht's. Ja, ich würde sagen, wir gehen rein. Das U-Boot betreten, ja. Was? Okay. Steuerung klicken. Ah. Abbauen. Okay, habe ich irgendwo Luft? Sehe ich das? Wie lange kann ich jetzt unter Wasser bleiben? Okay, ich dachte, wir könnten da jetzt so mit rumtuckern. Aber okay, ich nehme jetzt einfach mal... Ja, komm, ich mache jetzt mal ein paar unter Wasser. Ach nein. Ach. Nee. Ich kann... Wait, Moment, was kann der? Produziert Rom mit Mineralien. Produziert ist nach 20 Bohrungen abgenutzt. Okay, komm. Nicht genug Materialien. Okay, was brauche ich dafür? Ach, okay. Moment. Die haben wir jetzt. Ach nein, erzähl mir nicht sowas. Wir können jetzt hier unter Wasser weiterbauen. Wie geil ist das denn bitte? Oh Gott, oh Gott. Wir werden hier viel produzieren, habe ich das Gefühl. Produziert Energie. Okay, okay, oha, wir können hier unten noch komplett bauen. Alles klar. Dann stoppen wir das hier und wir fangen mal eben freundlich fleißig an zu bauen. Wir haben jetzt Energie. Turbine Level 1. Upgrade wäre nicht möglich, alles klar. Produziert Bronze und produziert Rohmineralien, alles klar. Dann produziere ich jetzt einmal dahin und... Oh Gott, der ist aber groß. Nicht genug Mineralien. Wie viel brauchen wir? 50. Okay, was ist das hier? Energiespeicher. Ich baue jetzt erstmal so... Ja, geht gar nicht. Auch 50. Okay, wir brauchen richtig Material auf jeden Fall. Wie viel macht der? Rohmineralien holt der hoch. Okay. Ja, ich glaube, da müssen wir hier mal noch ein bisschen rumkloppen, wa? Das machen wir lieber mal selber hier unten. Ich hoffe, oben läuft alles. Energie, Elektrizität wird für die Spannung bestimmter Gebäude benötigt. Okay, das ist noch nicht viel, was wir haben. Und wir produzieren jetzt einfach mal ein bisschen Strom. Ich mache erstmal 4 Stück. So. Okay, jetzt sind wir aufgetaucht. Alles klar. Ich fühle mich nicht gut. Seit dem Unfall hast du ein paar Kräuter, um die Schmerzen zu lindern. Komm mal, 15 Kräuter. Aktuell habe ich die nicht. Nein, sorry. Tut mir leid. Kommen Sie später wieder. Okay, da taucht jemand nach Sand. Was machen die hier? Hallo?
Knochen Fleisch, da ist noch alles drin. Okay, Federn. Das läuft. Der Doktor ist angekommen. Hier ist unsere Fressecke, das läuft. Vielleicht sollten wir mal gucken, dass wir noch mal eine Sitzgelegenheit. Was ist das denn? Sprinkleranlage. Aha. Hier so eine Sitzgelegenheit vielleicht noch mal bauen. So hier am Feuer. Müssen wir so gucken, dass wir so ein bisschen optimieren die einzelnen Bereiche, weil da ist jetzt unser Farmbereich. Das läuft schon mal gut. Theoretisch könnten wir hier die Kohle anreichern. Wie sieht denn das überhaupt mit der Erweiterung aus? Aber hier hätten wir noch. Könnten wir. Aber wir bauen das jetzt aus hier komplett. Und wir optimieren jetzt. Ich weiß nicht, ob man das optimieren nennen kann. Dahin und du kommst dahin. Jetzt gehe ich einfach hin. Mach da ein Feuer hin. Wir werten das Feuer auf. Wir können jetzt von hier quasi Holz nehmen oder die Bewohner und das hier reinfeuern. Und dann wird die Kohle produziert. Machen wir jetzt einfach mal zweimal. So. Und dann bauen wir hier ein Lager hin. Und hier geht Kohle rein erstmal. Kohle. Ja. Wir haben da Holz, das wird produziert. Okay, cool. Ist denn immer mit, auf jeden Fall. Ja, dann können wir das hier eigentlich entspannt abreißen. Haben wir hier auf jeden Fall wieder ein bisschen Platz. So, Fisch. Wer bist du? Ah, der Doktor. Okay, das ist das Atemgerät. Teriyaki müssen wir auf jeden Fall mehr machen. Kaputtes Radio, ein kaputtes Radio vom Händler. Das ist nicht nützlich, wenn man nicht das richtige Werkzeug und Ersatzteil hat, um es zu reparieren. 128. Radio. Radio interessant? Ich weiß es nicht. Kraut, Kraut machen wir selber. Erstes Atemflasche. Naja. Wir warten. So, wir, genau, die Schmiede wollten wir machen. Die können wir jetzt auch bauen, fällt mir gerade ein. Handwerk, wir haben nämlich Material. Okay, also den Schmiedebereich müssen wir auch mal optimieren, beziehungsweise ein definieren. So, da ist unsere Schmiede. So, was können wir jetzt hier machen? Mineralien. Ach, guck mal, jetzt machen wir Mineralien aus dem Output. Okay, verstehe. Was können wir hier noch machen? Bronze. Ein Radio. Ein Seil können wir in der Schmiede machen? Okay. In der Raffinerie zumindest. Und ein Roboter. Drei Schaltpläne. Okay. Kann man einen Roboter für... Okay, das wird jetzt ziemlich weird hier. Schaltpläne. Wir machen jetzt einfach mal einen Schaltplan. Ja. Ich schmeiß da jetzt mal was rein. So. Hier wird noch mehr Stahl produziert. Da müssen wir. Wie ein Stahl immer nur? Achso, Material fehlte. Okay. Ja, ich würde sagen, wir gehen nochmal runter. Zu unserem U-Boot. Und gucken, dass wir das Ding hier optimieren. Er scheint jetzt noch grün. Er ist fast durch.
Okay, cool. Wir produzieren 99 Energie. Das sieht erstmal gut aus. Öl. Nahrung. Erforsche Aquakultur zum Freistand unter Wasserbauwerke mit Bezug auf zur Nahrung. Okay, coole Sache. Hier haben wir noch eine Raffinerie. Haben wir jetzt 50 eigentlich davon? Mal schauen. Wo sind sie denn? Okay, haben wir gar nicht. Okay, dann müssen wir jetzt hier nochmal ein bisschen reinklotzen. So, hier 50 Stück auf jeden Fall am Start haben. Am besten 100. Kann schneller als der Mini-Bohrer und kann tiefer bohren, sodass er niemals leer läuft. Oh. Alles klar. Auch gut. Er produziert Eisen, Bronze und noch was anderes. Was ist das? Leuchtfeuer. Speichert Energie, fügt 100 Speicherkapazitäten zur Energieleiste hinzu. Okay. Also uns eröffnen sich hier ganz neue Möglichkeiten, Leute. Das ist ja wirklich insane, was man hier machen kann. Und vor allen Dingen hier mit dem Kran. KI Hub erforscht Roboter zum Freischalten, sendet zwei Bots aus und steuert sie, um Aufgaben zu erledigen. Holy shit. Werkzeug, okay, da können wir nur umsetzen unter Wasser. Mhm. Ladestation für den Roboter, okay. Kran erforscht Kräne zum Freischalten, transportiert Gegenstände zwischen benachbarten Einrichtungen. Schön. Haben wir jetzt 50? Ja, die ersten 50 sind da. Das heißt, wir brechen das hier ab und setzen den ersten Bohrer hier oben in die Ecke. Bam. Erschöpft. Erschöpft heißt kaputt. Oh, ich bin auch erschöpft. Kann ich unter Wasser essen? Oh, ja, wir können unter Wasser essen. Trinken tun wir auch unter Wasser. Okay. Kohle kann ja aufhören, dann brauchen wir gar nicht mehr brennen. Boah, dann brauchen wir zwei von den Dingern. Die Frage, wie viel verbraucht er an Energie? 5 pro Sekunde. Ziehen wir so viel Energie nach. Okay. Geh nochmal hoch. Wer ist das? Wieder der Pinguin. Ich habe immer noch kein Sushi. Haut jetzt mal ab. Ich weiß nicht, ob ihr gut seid oder böse oder ob ihr mich einfach nur ärgert. Muss ich noch mehr Fallen aufstellen hier. Guck mal, Federn sind am Start wieder. Knochen auch. Wieso ist da eine Liege und da nicht? Muss ich mal gucken. Maximum erreicht. Maximum erreicht. Level 4, Level 4. Ah, liegt das. Ah, die Liege liegt da hinten. Ah, okay. Kommt der wahrscheinlich nicht dran, ne? Dann setzen wir das auch so hin. Können da zwei schlafen. Ich glaube, wir müssen mehr Kräuter produzieren. Nahrung. Ich glaube, wir müssen unsere Landwirtschaft ausbreiten. Und Zuckerrohr müssen wir auch ausbreiten. Okay, die sind drin, alles klar. Die laufen dahin, die kommen da perfekt hin.
Machen wir jetzt so. Füllt er jetzt erstmal die Sachen auf. Da kommt noch eine Kiste. Die nehmen wir mit. Und dann gehen wir mal in die Forschung. Das können wir auch noch wieder mitnehmen. Kann ich auch nicht mehr reinpacken, ist alles da. Aber wir müssen hier, Teriyaki muss gekocht werden, Leute. Fisch daran. Okay, was brauchen wir jetzt für die Forschung? Wasser ist da, das läuft. Okay, jetzt gucken wir mal, was haben wir hier? Martes Home. Den und den. Warte mal, wie viel hatten wir denn? Glaube ich davon fertig. Hier, kann ich das Ding upgraden? Kosten ein Motor. Warte, ich stelle erst einen Motor her. Aus einer Platine und Bronze. Alles klar, ich brauche Bronze. Bronze produzieren wir gerade unten. Habe ich schon was? Nee. Oh, es regnet. Das Regen finde ich schön. Oh, Blitzeinschlag. Oh, 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 oh. Feuer, es brennt. Sprinkleranlage, das ist natürlich wahrscheinlich automatisiertes Löschen. Hühnerfutter, da müssen wir auch noch mal ran. Oh, hier gibt es so viel zu tun. Shit. Der läuft fleißig weiter. Wir haben aber keine Energie. Okay, wir brauchen mehr Energie. Das ist doof. Erschöpft. Gut, dann ist der Ding wahrscheinlich platt. Dann brauche ich jetzt einen Speicher. Hä? Was machst du denn hier? Ohne. Alter, ist er Gott? Er atmet einfach unter Wasser. Er atmet einfach unter Wasser. Guck mal, alle kommen so mit ihnen hier, ne? Finde den Fehler. Okay, ich brauche Energie. Energiespeicher. Nicht genug Mineralien. Okay, wie viel brauche ich noch? Wie viel brauche ich? 50 brauche ich für den Speicher. Na gut, da brauchen wir ein bisschen. 20 haben wir da. Schon mal schön. Können wir damit weiterarbeiten gleich. Können wir auch einen hier abstellen dafür. Haben wir irgendeinen, der untätig ist. Logan. Erstmal nicht. Okay, es ist auch noch keiner gestorben. Finde ich gut. So, 40. Wir brauchen noch 10. Wir brauchen noch 7. Wir brauchen noch 6. Dann brauchen wir erstmal einen Speicher. Brauchen wir wer mit Windturbinen? Das ja, muss man mal gucken. So, zwei noch. Da haben wir es. Okay, jetzt stoppen wir erstmal. Wir bauen jetzt erstmal hier so ein Energie-Dingen auf. Boah, hier so sieht das schön aus. Energiespeicher. Upgraden für eine Batterie kostet uns das. Okay. Machen wir jetzt mal nicht weiter. Können wir die upgraden? Bevor Turbinenaufwertungen falsch schalten. Gucken wir gleich mal, wie weit wir da müssen. Wir wollen jetzt einfach nochmal Turbinen. Nicht genug Mineralien.
Mario der Pinguin, der so ein Sushi haben will. Alles klar. Wir produzieren Bonks. So, jetzt gehen wir hin und... Ah ne, machen einen Motor. Den brauchen wir fürs Upgrade hierfür. Also langsam wird ein Schuh draus, ne? Vor allem, wo das endet. Wieso leuchtet der jetzt gerade rot? Oder war einfach nur so? Achso, ich kann das Ding auch bedienen, dann geht es schneller. Ah, cool. Output. So, jetzt können wir den upgraden. Zack. Kann ich nochmal upgraden? Ne, Maximum erreicht. Okay. Das heißt, wir können jetzt zweimal Bronze reinmachen. Wir gehen dahin, kloppen noch schneller ran rum. Wir haben ja auch einen Hammer, ne? Aktiviert er sich automatisch? Schätze ich mal. Cool. Radio. Das Luftatmer. Robotikseil. Was ist das? Getrockneter Seetang. Den müssen wir wahrscheinlich unten herholen. Gehe ich mal von aus. Das Luftflaschen. Was brauchen wir dafür? Okay, das haben wir alles irgendwann da, aber das Zeug nicht. Das heißt, wir können das aber produzieren. Machen wir es hier oben einfach mal. Wir kloppen mal ein bisschen dann rum. Ah, unten können wir mal schneller sammeln. Aber wir lassen mal laufen. Oh, ich muss was trinken. Trinken! So. Trinken wir mal schnell was. Und dann gehen wir mal in die Forschung wieder rein. Gucken, was wir da machen können. Wer braucht hier noch Fisch? Teriyaki muss hier hin. Wie viel Fisch haben wir noch? 15. Okay, wir müssen auch gleich Fisch organisieren. Fleisch nehme ich schon mittlerweile nur noch zum Handeln irgendwie. Lagert ihr eigentlich auch alles hier schön fleißig ein? Oh ja. 20 Stahl. Nicht genug Stahl. Okay, komm, wir brauchen Stahl, dann müssen wir die Dinge upgraden. Oh, das läuft. Sieht's hier aus? Oh, Eisen. Gut, wir laufen, lassen wir jetzt einfach laufen. Nicht genug, okay. Das heißt, wir müssen nochmal runter. Wo ist unser Bohrer? Da. Wir bauen einfach einen zweiten, aber wir haben ja keine Energie dafür. Okay, wir brauchen einfach mehr Energie. Und als nächstes müssen wir jetzt mal ran. Turbinenaufwertung, das müssen wir machen. An den Bronx hat er ja, ne? Dann schalten wir jetzt um. Wir nehmen die Bronx jetzt mit nach oben. Und schalten auf Rohmaterial um. Und lassen ihn laufen. Die Batterie, kann ich die upgraden? Ah, mit einer Batterie, okay. Das muss ich noch fertig machen. Okay. So. Nahrung haben wir 60, das läuft. Trinkwasser ist auch genug da. Ja,
Müssen wir erstmal hier ein bisschen, ja, farmen. Wir müssen gleich mal in die Forschung reingucken, was wir für die Technologie brauchen. Wenn wir da weitergehen. So, jetzt können wir erstmal ein paar Turbinen hier wieder aufbauen. Eine macht wie viel eigentlich? 1 pro Sekunde. Und 5 verbraucht er pro Sekunde. Das heißt, 10 bräuchten wir, dass wir plus fahren. Holy shit. Okay, bauen wir jetzt hier so einen kleinen Turbinenpark auf. Jetzt haben wir 2, 4, 6, 8. 2 noch. Und wir sind jetzt erstmal grün. Also 10 für eine Turbine, weil er verbraucht 5 die Sekunde. War richtig, ne? Aber wir haben jetzt einen Strom von plus 5. Genau, 5 pro Sekunde. Wir produzieren 1 pro Sekunde. Das heißt, wir könnten theoretisch jetzt 2 Bohrer betreiben, sind dann aber nicht mehr im Plus, weil... Ah, okay, cool. Okay. Könnten hier noch eine Raffinerie hinsetzen. Dann gibt es auf jeden Fall kurze Wege. Das heißt, hier würden wir jetzt produzieren. Granit können wir sogar aus Kohle. Komm, wir machen das jetzt einfach. Schmeißen jetzt ein bisschen Kohle rein. Fehlender Input. Kohle. Kohle. Ach, okay, der will unraffinierte Rohkohle haben. Ah, okay. Okay, pass auf, dann lassen wir ihn jetzt hier auch Mineralien produzieren. Die holen wir von hier raus. Stecken die hier rein. Und lassen das Zeug laufen. Okay, hier unten sind wir im Plus. Sehr geil. Wollen wir das erstmal schon mal laufen lassen. Aber jetzt gehen wir mal eben raus nochmal. Ab, ne, wir gehen jetzt nicht raus. Wir gehen jetzt erstmal hin. Gucken, was unsere Forschung macht. So, hier müssen wir einen Rotwein haben. Hier Zuckerrohr, das lassen wir jetzt laufen. Ah ne, eins brauchen wir noch. So, hier. Bohreraufwertung. 25 brauchen wir dafür. Alles klar. Und dann geht es weiter mit Roboter. Okay, 25. Wie viel haben wir hier produziert? 4. Wir haben 4 Stück. Gut, komm. Wir gehen runter. Wir holen uns das für die Forschung. Zack. Kloppen wir uns eben die 25 da rein. Dann läuft das schon mal. Wir wollen jetzt schon ziemlich schnell zu der Automatisierung. Unsere Selbstautomatisierung. Und das Gute ist, wir produzieren den Strom sogar für oben, glaube ich, sogar mit. Aber jetzt sind wir plus 1. Das heißt, die Raffinerie läuft ja auch, glaube ich, auf Strom, oder? Schauen wir mal. So, 25 haben wir am Start. Wir gehen mal nach oben. Auf an den Forschungstisch. Und jetzt geht es hier weiter mit der Geschichte. Dann können wir auch die Windturbinen. Dafür brauchen wir Wissen. Dafür müssen wir Wissen erstmal forschen. Sobald er hier fertig ist. Ach komm, wir machen erst Wissen. Dauert nur eine Minute. Dann lassen wir den jetzt durchlaufen. So, wir gehen mal mit dem Boot raus. Könnten auch gucken, die Werft, Boote verwalten, Motorboot. Guck mal, wir haben einen Motor, Rohöl brauchen wir. Wir müssen Öl.
Guck mal, wir können ein Segelboot eher bauen wie ein Motorboot. Oder? Ah ne, Seil brauchen wir dafür. Okay, ich habe nichts gesagt. Ja, dieses Boot haben wir. So, wir gehen mal raus. Guck mal, was unser Kaffee und so macht. Und unsere Kaninchen müssen wir jetzt auch anfangen zu züchten. So, haben wir hier noch was? Ja, dann legen wir jetzt erstmal an. Leuchtfeuer haben wir auch erforscht. Sehr schön. So, guckt mal hier. Das sieht doch gut aus. Machen wir direkt nochmal 4 rein. Geregnet hat es. Wir züchten jetzt Kaninchen. Fehlender Input. So. Achso, die kann man einfach abernten, oder wie? Ah, okay. Heißt, da brauchen wir Arbeit dafür. So, das nehmen wir jetzt auch mal mit. Schmeißen da wieder 4 rein. Davon nehmen wir wieder welche mit und schmeißen 4 rein. Ja, schön. Die nehmen wir mit. 4 rein. 2 mit. 2 noch rein. Wasser ist da. Schön. Oben ist ein Nest. Können wir nichts machen mit. Ja, wunderschön. Dann werden wir uns jetzt gleich mal ans Angeln machen. Da steht unser U-Boot. Habt ihr jetzt gekriegt den Fisch? Ne. Jetzt aber. Komm ich da dran? So. Ja, wie viele Möwen jetzt hier rumsitzen? Farmer Dave ist da. Das ist die Kiste, das ist die Kiste. Die fangen wir uns ab. Die fangen wir uns ab. Teriyaki. Einmal hier um die Insel geschippert. Schön. Da ist noch ein goldener Fisch. Den nehmen wir auch noch mit. Sehr schön. Legen wir wieder an. Gehen wir eben einmal runter wieder. Hier läuft's. Der Bohrer läuft. 30 Rohmaterial. Schön. Das heißt, wir kloppen das Zeug jetzt hier rein. Der kriegt noch eine Aufwertung. Mit einem Motor bräuchten wir wieder. Den lassen wir ihn eben einmal hier produzieren. Habe ich keine Bronze mehr? Ach, Bronzebarren. Moment. Bronzebarren. Machen wir mal einen Fix fertig. Schön. Dann werten wir den jetzt auch noch auf. Zack. Jetzt können wir, genau, den Motor bauen. Bauen wir selber wieder dran, geht schneller. Oh, was ist das denn? Ein Orca. Oha. Einfach ein Orca. Einfach ein Orca. Was ist hier oben los? Feuer! Rennt!
Wieso brennt es? Es regnet. No. Löschen. Habe ich jetzt 20 Stahl eigentlich? Muss ja hier. Nee, haben wir noch nicht. Wir müssen Stahl produzieren. Wie, nicht genug? Eisenerz. Ach, Moment. Das ist ja gar kein Rohmaterial, das ist ja was anderes. Ah. Ich dachte, das wäre Eisenerz. Ein Arbeiter. Ah, jetzt. Voll verpennt. So, fertig. Erforsche Mühlen in der Werkstatt. Ach genau, forschen. Das war's. Ja, wir forschen jetzt noch ein bisschen für die nächste Folge. Was haben wir denn hier? Schneller Recycler. Da haben wir den Seetang. Er ermöglicht den Bau von Aquafarmen, um aus Sporen Algen zu züchten. Dafür brauchen wir 10. Leuchtfeuer. Gut, wir brauchen jetzt das Leuchtfeuer noch. Oh, hier, mir. Iglu produziert. Oh. Oh Gott. Okay. Da haben wir schon mal eine Fischfarm dann. Gut, das werden wir alles in der nächsten Folge machen. Brutkasten auch interessant. Magie werden wir auch uns noch mit beschäftigen. Aber jetzt werden wir erstmal gucken, dass wir. Wo habe ich das gesagt? Leuchtfeuer, wo finde ich dich denn? Partywürfel? Plattform? Spezielles? Ne, das ist das U-Boot 6. Wo finde ich denn jetzt? Wait, wo ist das? Wo finde ich jetzt das Leuchtfeuer? Schmieden? Mühle? Bin ich doof? Wo ist das? Wait. Leuchtfeuer. Erlaubt es dir, werden benötigt eine große Menge Energie. Leuchtfeuer. Erlaubt es dir, Aufwertungen höherer Stufen zu erforschen, produziert alle 10 Sekunden Wissen und kann aufgewertet werden. Benötigt eine große Menge Energie. Ah, okay, das kommt wahrscheinlich unter Wasser hin. Ja, das werden wir uns dann in der nächsten Folge anschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Und um nichts weiter zu verpassen, aktiviert gerne die Glocke. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Haven Dog. Bis dann. Ciao.